Mein Name ist Captain Olimar. Auf meinem Heimatplaneten dokotate kennt man mich als erfahrenen Erforscher des Weltalls. Ich sammle mit meinen neuen treuen Schiff Dolphin die merkwürdigsten Sachen in den Weiten des Alls ein und bringe sie zu den Wissenschaftlern auf unserem Planeten. Ein wirklich wichtiger Job, den ich mit grö größter Zuverlässigkeit erledige. Möchte ich doch meinen. Ich hatte letzte letzter Zeit sehr hart gearbeitet, etwas, wozu ich immer wieder neige. Also beschloss ich, mir eine kleine Pause zu gönnen. Am Abend vor meiner Erholungsreise hat mir meine Frau mein Lieblingsessen zubereitet. Hm. Es handelte es sich um eine auf meinem Planeten äußerst beliebte Speise: eine Suppe aus drei großen Zwiebeln und roten, gelben und blauen Minikarotten. Nachdem ich alles aufgegessen hatte, habe ich mich in mein weiches, warmes Bett gelegt und ging in Gedanken schon auf die Reise, bis ich schließlich einen tiefen, friedlichen Schlaf hinüberklippte. Die Reise stand zunächst unter einem guten Stern, ich hatte kein bestimmtes Ziel vor Augen, sondern überließ es dem Dolphin, sich einen eigenen Weg durch das Weltall zu bahnen. Und dann überkam ich ein sonderbares Gefühl. Ich wusste auf einmal, dass diese Reise, die eher ein Ausflug sein sollte, zu einem wahren Abenteuer werden könnte. Ich schüttelte diese Gedanken von mir ab, war er doch wirklich absurd. Ich stelle den Dolphin auf Autopiloten und verließ die Steuerung, um mir einen schönen heißen Tee zu kochen. Und da geschah es. Ein heftiger Stoß erschütterte den Dolphin. Im nächsten Augenblick wurde mir klar, dass etwas passiert war, aber mir blieb keine Zeit zum Handeln. Ich wurde gegen das Steuerpult geschleudert und alles um mich herum versank in Dunkelheit. Das ist dem guten Captain Olimar passiert, werte Gäste der Maison Manga. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu, dieser, ja, zu diesem Gelaber-Video wieder einmal. Heute um ein ganz, ganz besonderes Spiel. Und zwar aus dem Jahre 2001, 2002. Ein Spiel für den Nintendo-Würfel, den Nintendo Gamecube. Und es ist kein anderes als Pikmin. Pikmin, das erste... Nach langer, langer, langer Zeit das erste große Franchise, das tatsächlich mal ein neues Franchise von Nintendo war. Keine, kein Remake eines alten Systems, äh, Spiels oder sonstige Dinge, sondern wirklich ein eigenes Spiel mit eigenem Konzept, eigenen Funktionen, eigenen Ideen, eigener Story, eigenen Designs, kein Super Mario, kein sonst was in dieser Richtung. Das Kabel hier ein bisschen, sonst nervt das. Und ja, damals habe ich das ähm, bei Giga Games das erste Mal gesehen als Kind. Und also wer Giga Games nicht kennt, damals gab es NBC, also der Typ, der bekannte, ähm, ich weiß gar nicht, ob amerikanisch oder britisch oder irgendwie so ein Nachrichtensender auf jeden Fall, oder beziehungsweise allgemeine Sendersparte, NBC. Und. Ähm, auf jeden Fall ähm, gab es diesen, diesen Sender auch für Deutschland mit deutschem Content. Unter anderem eben halt Giga. Giga war ein großes ja, Fernsehstudio, in Anführungsstrichen groß, ähm, mit mehreren Funktionen, sage ich mal. Da ging es hin über Reportagen bis hin zu Musiker oder Musik allgemein. Irgendwelche Medien wurden abgefrühstückt und auch das Thema Games. Also es war eher so an jüngere Leute ge gerichtet damals, die sich für alles, was irgendwie aktuell gerade ist, interessieren. Und da gab es Leute, die eben halt einen Beitrag dazu gemacht haben, die hatten Webseiten und haben das dann vorge äh, vorgestellt. Ähm, die Leute, die dann Giga-Games gemacht haben, haben sich speziell auf Videospiele äh, konzentriert und da eben halt, wie gesagt, Infos dazu rausgehauen, über die neuesten Spiele diese gezeigt und äh, Artikel geschrieben und ja, da, da. Und so kam es, dass ich eben, also übrigens, diese Leute sind dann später äh, Game One gewesen, besser gesagt, oder zu Game One äh, gewandert und äh, haben nun den Internetsender Rocket Beans, falls euch das bestimmt irgendwie dem einen oder anderen etwas sagt, nur um mal um den Werdegang abzuschließen. So, und ich bin mir fast sicher, dass es Micha und Simon war, also der Simon von der Rocket Beans Simon. Die im Konsolenbereich damals Pikmin vorgestellt haben. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß auf einem relativ weichen Set Sessel vor dem Wohnzimmerfernseher und habe reingeguckt. Und da kam das abends, 22 Uhr oder sowas, oder 20.30 Uhr, irgendwie sowas. Und Simon und Micha spielen Pikmin. Und ich dachte mir, das ist ja großartig. Wie. Was für ein tolles Spiel. Es sieht toll aus, die Farben sind cool, die Monster oder die Gegner sind cool, das Spielsystem ist interessant. Und äh, so die, diese Flora und, und Fauna, die man so einfach gesehen hat in diesem Spiel, hat mich damals schwer beeindruckt. Und man muss auch dazu sagen, der GameCube war auch schon für damalige Verhältnisse, also damals, war das eine, ein, eine Konsole, die wirklich eine schöne Grafik hatte. Sie hatte stellenweise dann später nicht mehr die beste Grafik, aber definitiv eine schöne Grafik, wo andere Spiele von anderen Konsolen immer ein bisschen Probleme hatten, da die zwar bessere Grafik manchmal hatten, also wie zum Beispiel die Xbox, aber nicht zwangsweise besser dadurch aussahen. Das, das wunderschönste Beispiel, ein Spiel, was man zum Beispiel heute noch wunderbar auf dem GameCube spielen kann, ohne großartige Probleme zu haben, ist äh, The Legend of Zelda Wind Waker. Einfach der Stil, den sie da gemacht haben, der ist einfach... Der ist seltsam, also war damals schon seltsam, aber er ist auch irgendwo zeitlos. Also es ist etwas, was sich lange, lange hält und auch visuell einfach gut funktioniert. Und das finde ich allgemein. Die Spiele, die GameCube-Spiele, die von Nintendo gemacht sind, kann man meiner Ansicht nach heute durch die Bank weg wirklich alle noch spielen. Klar ist die Auflösung kleiner. Es ist ein 4 zu 3-Format die meiste Zeit über. Kein HDMI, kein HD und so weiter. Daran muss man sich gewöhnen. Aber wenn man dann einmal drin ist, es gibt die auch die Variante auch noch für die Wii, ich glaube für die Wii U gibt es auch noch mit diesem New Play-Control, äh, wo man dann mit, den, mit den, den Wii Nunchucks und so spielen kann. Aber für damalige Verhältnisse sah das einfach Bombe aus, dieses Spiel. Und einfach auch so sympathisch und interessant und zwar mal was Neues. Es war kein Super Mario, es war kein Ego-Shooter. So, und kein Rollenspiel. Es war irgendwie sowas Seltsames einfach. Und ja, Pikmin hat mich dann so fasziniert, dass ich gesagt habe: Okay, ich spare da jetzt drauf und das nächste Spiel, was ich mir hole, Safe Hole, wird Pikmin sein. Und hat der kleine Renny das gemacht? Natürlich hat er es gemacht. Natürlich hat er sich Pikmin gekauft und nach der ersten Stunde komplett in dieses Spiel verliebt. Es ist heute noch einer meiner absoluten Lieblingsspiele, weil es einfach so viel, so kreativ ist, so anders ist, so... Und, und, und dann aber auch gegen so, so, also Nintendo hat es schon hier und da mal, aber auch so einen seltsam düsteren Unterton einfach für so ein Kinderspiel. Das ist ja etwas, wo ich persönlich äh, mir immer einen großen Narren dran fresse, wenn etwas sehr kindlich gehalten ist oder vermeintlich für Kinder ist, aber dann so einen subtilen Unterton hat, wo man viel mehr... Viel düsteres, viel unangenehmeres rauslesen kann ähm, und es nicht mal so arg versteckt ist auch. Also dass man merkt, okay, das ist offiziell so angedacht. Und Pikmin ist fantastisch. Es ist ein großartiges Spiel. Wir, ihr habt im Intro gehört, das war das Tagebuch, das Reisetagebuch von Captain Olimar, der Tag für Tag eben in sein Tagebuch äh, Informationen reinschreibt ähm, über sein Leben auf einem fremden Planeten. Denn er wollte einfach mal so ein bisschen quasi Weltallreise machen, wollte sich irgendwo niederlassen und einfach mal ein bisschen entspannen, Urlaub machen oder was auch immer, allein sein, für sich sein, ein bisschen weit weg von diesem ganzen ähm, Stress, was der, die Arbeit und so weiter angeht. Also packte er sich in seinen Dolphin, in sein Flugzeug. Der Dolphin übrigens benannt nach dem Prototypen des Gamecube, weil der Gamecube hieß damals, also im Projektnamen noch Project Dolphin oder nur Dolphin also Delfin. Und äh, dementsprechend wurde sein Raumschiff auch so benannt. Das sind dann so die, die Einzelheiten, die Insider, die man dann so mitbekommt, wenn man sich mehr dann mit dem Spiel dann auseinandersetzt. Und ja, er fliegt dann eben halt, er will dann eben irgendwo auf dem Planeten fliegen und fliegt auf einen anderen Planeten, aber nicht mit Absicht. Er wird irgendwie reingezogen in die Atmosphäre, ohne dass er wirklich weiß, warum das so ist und stürzt natürlich auch noch ab. Dann landet er irgendwo im Nirgendwo in einer, Fa in einer Flora, in einem, ja, in einem Steingebiet mit äh, seltsam bewachsenen Pflanzen. Und als er dann wieder zu sich kommt, sieht er, dass sein Raumschiff komplett zerstört ist und dass er auf jeden Fall ein paar Teile braucht, ähm, um irgendwie mit dem, Flug mit dem äh, Dolphin dann wieder nach Hause zurückzukehren. Und das sind insgesamt, ich glaube, 28 Teile, die man finden muss. 30 kann man finden. Um das ein um sehr gutes Ende zu bekommen oder das Happy End zu bekommen. Wenn man 28 Teile findet innerhalb des Spiels, kriegt man, glaube ich, das ähm, Standardende sozusagen. Und wenn man, un in, wenn man unter 28 Teile findet, dann kriegt man das Bad Ending oder sowas. Irgendwie, irgendwie so war das ge gehandhabt, auf jeden Fall mit den Teilen. Und Ziel ist es halt, in, ein, in dem Level äh, bestimmte ja, Teile für deinen Dolphin zu finden, dass der wieder funktioniert. Ähm, der erste Part ist, dass man dort landet und etwas Bestimmtes für den Dolphin findet. Das eine und einzige Teil, was man an dem Tag finden kann. Und das bringt den Dolphin dazu, dass er nachts äh, in, der, in die Atmosphäre zumindest fliegen kann. Er kann nicht raus, wieder ins Weltall, das würde, würde das äh, der Dolphin nicht schaffen. Aber eh, wenigstens in die Atmosphäre hinein, sodass... Ähm, oder ich, Atmos 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 Hemisphäre, ich weiß gar nicht... Atmosphäre... Oh Gott, irgendeine irg 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 eine Schicht, ähm, die ähm, sicher ist, wo keine Monster rumfliegen oder irgendwie den Dolphin beschädigen können nachts. Und genau, und am nächsten Tag sucht er dann eben auf diesem Planeten, auf in bestimmten Level, weiter nach den Teilen, sodass er irgendwann wieder nach Hause kann. Das schafft er natürlich nicht alleine, denn da gibt es ganz, ganz viele große, seltsame Monster, die ohne... Hilfe unschaffbar werden, aber zum Glück hat er Hilfe in Form von den namensgebenden Pikmin. Was sind Pikmin? Das weiß keiner eigentlich so genau. In erster Linie sehen sie komischerweise aus oder ähneln diesen Pik-Pik-Karotten, die er, also Captain Olimar, ähm, gerne mit seiner Family auf seinem Planeten gerne isst. Die sind passenderweise auch rot, gelb und blau, wo wir jetzt auf jeden Fall mal schon hier an sich interessante Theorien aufstellen können. Aber das machen wir am Ende. Erstmal wollen wir auf jeden Fall mal festlegen, diese Wesen, die er da zum ersten Mal dann begegnet und aus dem Boden zieht, wie, wie Rüben eben, diese Wesen sind, ich sag mal, Ameisen ähnlich. Und das hat einen Grund, weil Miyamoto damals äh, im Garten ein paar Ameisen bei ihrem Schaffen, bei ihrem Tun ähm, zugeguckt hat und ist äh, dementsprechend durch diese Ameisen durch dieses Erlebnis auf die Idee gekommen, wie Pikmin funktionieren könnte. Denn Pikmin funktioniert mit Masse. Masse heißt, man nimmt, es gibt so bestimmte Pellets, also so, so Pillen, die meistens in Blumenröhren rumliegen oder wenn man Gegner besiegt, kann man deren Leichen nehmen, transportieren lassen von den Pikmin und äh, diese dann in äh, ihre Zwiebel-Ufos äh, bringen und die, diese geben dann eine gewissen gewissen Zahl, je nachdem wie groß das Teil ist oder was für einen Wert das Teil hat, ähm, kriegt man dort mehr Pigmen dadurch. Und diese werden dann von den Zwiebeln ähm, ausgestoßen, landen im Boden und dann kann man entweder 100 Jahre warten, bis alle Pigmen Blumenpigmen werden, oder man äh, sammelt oder man pflückt die in, in Blattzustand auf. Die Pigmen haben drei äh, Zustände, Blatt, Knospe und Blume. Die Blumenpigmen sind schneller. Und stärker und der Rest, alles unten drunter quasi, variiert dann nach unten hin, wo die äh, Blattpigmen die schwächsten und langsamsten sind. So, und diese kann man dann aus dem Boden ziehen und hat dann logischerweise mehr Pigmen. Mehr Pigmen bedeutet, dass man eben stärker ist. Man Je mehr Pigmen man hat, zum Beispiel maximal kann man 100 im Feld haben, kann man, wie siehst du, 100 Pigmen eben Gegner kaputt machen. Gegner, die auf unterschiedlichste Art und Weise aussehen. Wir haben käferähnliche Monster, kleine sowie ganz große, die ordentlich dann auch was aushalten. Wir haben irgendwelche Larven, die aus dem Boden krabbeln und die Pikmin in die Erde drücken. Wir haben einen fliegenden eine fliegende fette deformierte Wespe mit Langschlagsarmen, die die Pigment nimmt und äh, quasi entführt und dann in den Boden schmeißt, so dass sie im Boden bleiben und man sie wieder rausziehen äh, muss. Und dann, äh, wenn es die jetzt Blumenpigment wären, wären es dann wieder Blattpigment. Also dementsprechend Nervgegner gibt es halt auch. Ähm, es gibt, äh, gibt so riesige, ja, was was sind es eigentlich? Bunte Säcke die in der Luft fliegen, die wie so eine Art mit so einer Art Rüssel ähm, die Pikmin so wegpusten können. Also auch so, so so Nervgegner, die einfach mitten im Kampf mit anderen Viechern unfassbar anstrengend sind. Dann gibt es einfach auch äh, Viecher, die sind direkt und angriffslustiger, sind schneller, mal langsamer. Und ja, da gibt es halt zig verschiedene Varianten davon. In jedem Level gibt es so eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Gegnertypen, ähm, die man dann erstmal... Richtig erforscht und überlegt, wie kann ich diese Gegner denn besiegen, was muss ich tun? Und das, darum, dann kommen die Pikmin eben ins Spiel. Man hat die roten Pikmin am Standard am, am Anfang. Die roten Pikmin sind die stärksten Pigmen. Das weiß ich auf jeden Fall, dass die kämpferisch am meisten Damage machen, ähm, vor allem in Masse. Und sie können durch Feuer laufen. Also Feuer macht denen nichts aus. Da geht ja schon mal die Taktik los. Die blauen Pikmin, ich glaube, die sind so die, die schwächsten, glaube ich. Also vom Angriff her. Ähm, aber dafür können sie unter Wasser laufen. Die gelben Pigmen ähm, im zweiten Teil, ähm, also im zweiten pigmentteil, teil ähm, geht das Thema Elektrizität, ähm, wird, wird ein Thema und dort können die dann auch Elektrizität überleben, sozusagen, sind immun dagegen und ähm, können sehr hoch geworfen werden. Also die Pikmin kann man eben halt schnappen und irgendwo hin befördern. Ähm, und da kann man diese gelben Pikmin am höchsten werfen. Das ist so deren Skill an sich. Und ich glaube, so die, die Kampfstärke ist so die Mitte, die goldene Mitte. Und ja, und diese drei Pikmin-Sorten gibt es in pigment 1. Damit hat alles angefangen. Die späteren Teile bringen weiße, lilane, steinfliegende und. Äh, ich hab Irgendeine Pikmin-Sorte habe ich noch vergessen. Ähm, diese eben noch irgendwie hin, da rein, damit natürlich ihr mehr. Ähm, man muss ja auch irgendwie was Neues machen, wenn ein neuer Teil rauskommt. Aber konzentrieren wir uns auf Pigment 1. Da gibt es nur diese drei. Und es gibt noch so eine, so eine Art Pilz-Zombie-Pigment. Die sind aber nicht gut. Die möchte man nicht haben. <laughs> das sind die schlimmsten überhaupt. <laughs> Fall ist das so ein bisschen das Ziel in diesem Spiel, einfach mit Hilfe der Pikmin ein Level zu erkunden, zu schauen, wo die Teile sind und mit den jeweiligen Fähigkeiten der Pikmin unterschiedliche Gänge abzulaufen, unterschiedliche Taktiken anzugehen, um dann an deine Teile ranzukommen, diese dann in die Main-Basis zu schleppen und dann ja diese Teile so lange zu sammeln, bis man am Ende den Endboss besiegt und das Spiel beendet. Ein recht simples Konzept. Es dauert auch nicht so lange, wenn man äh, gerade, sage ich mal, wenn man das Spiel schon kennt, so wie ich, kann man das relativ schnell durchspielen. Wenn man es aber noch nicht kennt und noch nicht mit den Eigenarten und mit dem Kampfsystem und so weiter äh, an, sich angefreundet hat, kann das Spiel schon mal etwas länger dauern, weil man einige Pikmin verliert. Wenn Pikmin sterben, dann sind sie halt weg und irgendwann muss man sich halt wieder neue züchten. Und ja, die Anzahl der Pigment kann vielleicht beim ersten Playthrough, sage ich mal, wenn man sich unfassbar dämlich anstellt, was gerade, glaube ich, damals mir passiert ist, ähm, kann es sein, dass man irgendwann mal einen Tag nutzen muss, nur um zu grinden. Also sprich Monster kaputt machen, irgendwelche Pillen nehmen und diese dann in andere Pigment umwandeln. Das kann passieren. Aber ansonsten ist das Spiel relativ fair und ähm, hat hier und da natürlich typisch Nintendo auch ein paar etwas, etwas mehr herausforderndere Stellen. Ähm, aber ich muss sagen, so im Vergleich zu anderen, ähm, also ich sag mal, der Challenge-Modus ist noch so das Schwierigste, wenn man dann einen guten Highscore will. Aber fernab, wenn man nur den Story-Modus spielt, sage ich mal, das ist jetzt den, den Hauptteil äh, des Spiels. Ähm, dann gibt es hier und da ein paar nervige Teile. Es ist auch manchmal mit der Map etwas schwierig zu realisieren, wo ist denn dieses Teil jetzt eigentlich? Also ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie ein bisschen meine Probleme. Nichtsdestotrotz, es lässt sich wunderbar spielen. Die Gegner sind nicht unbesiegbar und es fühlt sich alles nicht so frustrierend an, frustig an. Es gibt ein paar Gegner, sage ich mal, die haben mir ordentlich zugeheizt, vor allem die Bosse. Also, ähm, der Daddy Longleg oder wie das Vieh heißt, das war so eine ekelhafte, ja, so, so ein ekelhafter Ball mit langen Füßen. Das soll wahrscheinlich so eine Art, ja, Spinne in dieser Welt darstellen. Der war ein bisschen anstrengend, nervig. Der Final Final Boss hat mich, glaube ich, 170 Pikmin gekostet, <laughs> ähm, weil ich nicht gerafft habe, dass man den wie viel, viel sinnvoller machen kann. Ähm, da war ich ja dann auch selber schuld. Und der wohl schlimmste Kampf überhaupt in dem Spiel, außerhalb von äh, rette deine Pigment äh, vom Ertrinken und äh, bitte alle anderen Pikmin außer Rot, bitte äh, sterbt nicht an Feuer, so nach dem Motto. Äh, war eigentlich dann der Pilz in dem dritten Level Ja, im dritten Level. Ich habe ganz, ganz eklig in Erinnerung gehabt und es war nach wie vor ein sauäglicher Kampf. Es ist ein unfassbar fieser Kampf und es ist der einzige Kampf, wo ich wirklich mit Captain Olima Probleme hatte, am Leben zu bleiben. Denn ähm, Captain Olimar hat eine eigene HP-Leiste. Wenn die leer ist, ist Game Over, dann ist der Tag vorbei und dann muss man, und dann ist der Tag quasi hinüber. Dann passiert nichts mehr mit dem Tag. Der Tag ähm, funktioniert so ab. Ihr habt ein Zeitlimit, das ist relativ großzügig und innerhalb dieses Zeitlimits, das ist quasi ein Tag von morgens bis nachts könnt ihr auf dieser Map rumlaufen. Es ist aber nicht so, dass sie jetzt irgendwie Panik oder Zeitpanik bekommt. Das ist wie gesagt relativ machbar und man denkt lange, lange Zeit nicht an, an nicht an den das Zeitlimit sozusagen. Das kommt dann eben immer erst so am Schluss dann. Und das ist halt wirklich echt einfach ein, alles drumherum einfach ein wirklich schönes schönes Konzept. Mich ich finde die Viecher cool. Ich mag es, dass die wie so, so, so eigene, ja, wie ich sag, von Olimar so eigene Lexika-Auszüge äh, bekommt. Also, äh, Olimar ist quasi hier so eine Art ähm, ja, Wissenschaftler sozusagen, der versucht, so diese Pigmen, aber auch die anderen Wesen dort und Pflanzen irgendwie zu analysieren und sich selbst zu erklären. Und das ist super interessant einfach, weil das ist, das ist ja das dieses. Dieses Pokédex-Feeling, was man damals schon hatte, wenn man Pokémon gefangen hat, und man hat dann den Pokédex gelesen. Damals als Kind war das voll cool. Das war, da hat man was, was über dieses Pokémon gelernt, wie es in der Umgebung, also wie es in der Wildnis so funktioniert und so weiter, außerhalb deines, deiner ähm, Gefangenschaft innerhalb des Balls. <laughs> und äh, bei Pikmin ist es halt genauso. Ulima tut nach und nach diese Gegnertypen aufdröseln und erklären und ich finde sowas immer wahnsinnig geil und ähm, finde ich nochmal, trägt nochmal zu dem Thema Worldbuilding einfach bei. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema Worldbuilding sind, diese Welt, in der Captain äh, Olimar mit seinen pigment rumläuft, ist einfach eine wirklich, eine seltsam mystische Welt mit es gibt hier und da auch Gegner, die ich sag mal einfach fernab von diesem süßen, knuddeligen Typos irgendwie funktionieren oder eine Geschichte haben, die irgendwie gerade auch mit in Kombination mit den späteren Teilen einfach seltsam weird wird. Einfach also, das ist so, ich meine, so, ich meine, das sind die Punkte, wo man einfach deswegen auch japanische Spiele auch irgendwo liebt, weil die einfach mal ein bisschen so die machen den Next Step, die trauen sich auch mal was irgendwie so. Das ist es zwar ein Kinderspiel, ja, aber wenn man wenn man zwischen den Zeilen liest, gibt es da ein paar Sachen, die sind sehr, sehr cool. Wenn man zum Beispiel realisiert, dass da irgendwie innerhalb dieser Welt, in der man rumläuft mit den Pigmen, auf einmal irgendwo eine, eine, eine Blechdose rumliegt oder ein Karton oder eine Tasche oder sowas, man sich dann denkt: Warte mal, warum ist denn diese Dose so groß und warum sieht die aus wie eine normale verrottete Dose? Warte mal, könnte es sein? Und ja, da gehen natürlich die Spekulationen groß los, denn der Planet, auf dem die Pikmin leben und Captain Olimar gelandet ist, könnte eventuell die Welt sein. Also unsere Erde, nachdem irgendwas passiert ist, sodass keine Menschen mehr auf dieser, auf dieser Erde rumlaufen, sondern nur noch irgendwelche, ja. Spinnenkäfer und anderes Getier in dieser Richtung oder kleinere Federtiere. Sind auch meistens nicht sehr groß, die Viecher, wenn man mal im Vergleich äh, sieht. Ähm, in, der, in der Beschreibung zu. Warte mal, wo habe ich denn? Da. In der Beschreibung eben in der Spieleanleitung wird es wunderschön äh, nämlich erklärt. Da wird nämlich gesagt. Ulima ist ungefähr 4 cm groß. Die Pikmin sind kleiner als er. Wenn du magst, vergleiche doch mal die Größe anderer Sachen mit der von Ulima und den Pikmin. Und das ist ein interessanter Aspekt. Ich denke, das lieben auch. Ich bin, denke ich, nicht der Einzige, der es liebt, wenn in Videospielen oder Geschichten oder sowas man dieses, diese Sicht aus sehr, sehr kleinen Figuren hat. So dass quasi alles, was für uns normal eine Größe hat, wie, keine Ahnung, hier der Manga, das, äh, hier, hier so, ein, so ein Haarband, ein Stecker, ähm, keine Ahnung, ein Fußnagel oder sowas, auf einmal eben halt wesentlich riesiger ist, weil man einfach geschrumpft ist. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme als Kind damals war: Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Das ist genau die Thematik, dass äh, Menschen sich so klein schrumpfen, dass sie dass alles auch um sie herum auf einmal quasi wie eine komplett neue Welt werden. Und das ist bei Pikmin halt auch der Fall. Man geht so in diesen Mikrokosmos rein, dass er selbst zu einem Makrokosmos wird. Und das ist, ich, ich liebe dieses, dieses, diese Funktion einfach. Und Videospiele haben das meiner Ansicht nach so oft so gut hingekriegt bisher, dass ich sowas einfach immer mag. Also, zumindest die Thematik. Ob die Spiele dann auch letzten Endes für mich interessant oder gut sind, das ist was anderes. Aber ich mag diese Idee dahinter. Und Pikmin hat das einfach genommen. Pikmin hat einfach gesagt: Okay, lass uns einfach so, so minimal groß sein und lass uns auf wahrscheinlich unserer Erde ähm, umherwandeln, nur ohne Menschen. Weil die haben scheinbar Mist gebaut und dementsprechend sind die nicht mehr auf der Erde drauf und wahrscheinlich. Keine Ahnung, ist irgendeine Giftsuppe in der Lu Luft, wo nur diese Wesen irgendwie aushalten und Olimar mit seinem Lufts äh, Luftsystem, ähm, das übrigens eben halt nur 30 Tage geht äh, und äh, dementsprechend hat man eben halt ein 30-Tage-Limit. Äh, was aber auch nicht so wahnsinnig. Also, das mu man muss auch schon hart dumm spielen, dass man 30 Tage verballert. Muss man auch dazu sagen. Also, das ist auch kein Problem. Es ist kein besonders schweres Spiel. Man muss sich hier und da ein bisschen reinfixen, so ja. Es ist nicht alles super einfach, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und wer jemand, der Spieleerfahrung hat, wird das sowieso irgendwie gewuppt kriegen. Und ähm, ja, ich mag diese Fantasie, diese, diese. Das ist, fasziniert mich einfach, dieser Gedanke daran. Äh, dann gibt es noch einen, ein, ein anderes, einen anderen Teil, ähm, der mich sehr fasziniert hat. Und zwar in diesem Spiel gibt es ähm, drei Gegner, die ich unfassbar interessant finde. Und zwar, wenn man. Ähm, es gibt so einen bestimmten Tagesrhythmus ab dem sechsten oder achten Tag oder sowas, also innerhalb des Spiels, in den in, in die, auf die äh, zur Abschutzstelle zurückgeht, also zum ersten Level. Dann ähm, gibt es zwei Gegnertypen, die dort auftauchen können. Erstens mal ein, ich habe jetzt die Namen nicht parat, deswegen ne, also ich werde es jetzt einfach be beschreiben. Ähm, ein steinähnliches Wesen. So ein bisschen Klöckner von Notre Dame in Steinform. Sie ist ein sehr ruhiges Wesen, hat so lange, schlachsige Arme und irgendwie Blumenmuster an den Ärmen. irgendwie so. Und ähm, dieses Wesen ist sehr ruhig. Das macht nichts, aber man kann es angreifen und besiegen. Und dann wird es natürlich aggressiv und man greift einen an. Aber ansonsten ist es ein sehr ruhiges Wesen soweit. Und. Genau, so viel dazu mal. Und dann gibt es in, einer, in einem weiteren Level irgendwann, ab einem gewissen Tag, ähm, ein Ei, das dort liegt, aus irgendwelchen Gründen. Und wenn man dieses Ei kaputt macht, beziehungsweise aufbricht, kommt da ein Bossgegner heraus, ein, ein es sieht fast aus, wie so ein ha wie, wie wenn man einen Molch in der Hälfte teilt und nur den vorderen Teil nimmt, quasi, ja. Wie so ein Abgetren in der Mitte abgetrennter Molch. Und das müsst ihr euch aber in so einer Art Sphärenform darstellen. Also irgendwie nichts Festes, ja. Und ähm, dieses Wesen hat dann auch irgendwie grüne oder rote Augen oder sowas. Und ähm, ich weiß gerade nicht, das hat auf Englisch auch so einen seltsamen Namen. Ich weiß auch nie, ob die englischen Namen jetzt auch gut übersetzte japanische Namen sind. Ähm, weil ich bezweifle zum Beispiel, dass der Punktkäfer, so wie der große Punktkäfer, es im japanischen der große Punktkäfer heißt. In, auf Englisch heißen die, glaube ich, Ballbop und Bärbolb oder sowas. Die Also, die werden weniger, also, die werden nicht als Käfer bezeichnet oder nicht direkt jedenfalls. Und, ähm, das würde eher passen zu Pikmin, weil Olima einfach äh, Dinge beschreibt oder Wesen benennt, einfach so, wie er gerade denkt, dass sie heißen könnte, weil die haben ja kein Namensschild oder sowas. Es geht einfach quasi aus seiner Logik heraus, von, von seiner Welt. Und so machen Menschen das ja auch, wenn sie irgendwas Unbekanntes entdecken, geben sie dem Namen, aber etwas, was irgendwie bekannt ist oder äh, ne, damit man irgendwie eine Assoziation damit hat. Und und ja, und dieses Wesen, dieses seltsame, nicht fertig entwickelte Wesen, weil es ja quasi mehr oder minder im ne, ne Larven, ne Larvenzustand ist oder im embryonalen Zustand, ähm, weil man dieses Ei ja quasi, bevor das Wesen geschlüpft ist, äh, aufgemacht hat, sozusagen. Das Vieh ist wütend und greift einen dann an. Und im Ende, wenn man, wenn man alle 30 Teile hat und man kriegt das Happy Ending, kriegt man auch so eine Art: ähm, Wir zeigen euch jetzt alle Gegner. Lauf. Also wie bei Super Mario World am Ende beim, beim Outro, wenn man alle Gegner nochmal sieht und da wird das Vieh auch gezeigt und wird beschrieben als die nicht fertig entwickelte Larvenform von diesem Steinwesen, was interessant ist, weil das Steinwesen ja eigentlich ein sehr ruhiges Vieh ist und wenn man die Details und das Aussehen mal ein bisschen näher anguckt, passt das auf jeden Fall auch so. Und dieses Larvenwesen, beziehungsweise diese Embryowesen, das einfach angepisst, weil man das Ei kaputt gemacht hat. Also, weil man es angegriffen hat, es reagiert einfach nur. Und von daher macht es auch tatsächlich Sinn, dass das nicht so ruhig ist, sondern aggressiv. Also, ne, ähnlich wie dieses Steinwesen. Aber da ist schon mal diese Connection, finde ich schon mal interessant, ne, dass sie sich dafür entschieden haben, dass quasi so, dass man gegen das Vieh kämpft. Das ist der schwerste Gegner im ganzen Spiel. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Kampf nicht geschafft. Ich habe ihn zweimal versucht und habe ihn nicht geschafft und dachte mir dann, okay, es ist ja ein optionaler Gegner, muss ich jetzt nicht unbedingt meine Pigmen für verbraten. Ähm, es ist halt so, dass das Vieh komplett mit, voll mit Gift ist und wenn man es bewirft, sterben die Pigmen instant. Also man muss einen bestimmten Teil treffen, den ich nicht gefunden habe, ähm, oder irgendwas mit dem Vieh machen. Dass man das Vieh besiegen kann. Aber ich habe jetzt nicht im Internet oder so mehr nachgeguckt. Ähm, auf jeden Fall sind die Pigment bei mir gestorben, wie die fliegen, weil man hat das Vieh beworfen mit seinen Pikmen in der Hoffnung, dass es die Pigment das Vieh angreifen und sind einfach bei Berührung instant verreckt. Also es ist halt wirklich, es gibt kein, kein Erbarmen. Die, die, die berühren dieses Gift, was um ihn herum ist oder sein Körper mehr oder minder dadurch besteht. Und ja, ziemlich weird. Ziemlich, ziemlich Weird. Jetzt kommt aber noch was anderes und zwar in, dieser, in diesem, in diesem äh, Aufprall-Level ähm, sozusagen, wo man an, am Anfang das, das erste Level hat und dieses Steinwesen existiert, kann auch ein anderer Gegner spawnen, den ich damals als Kind voller Stolz entdeckt habe. Und das war für mich voll, die, voll der Magic Moment, weil ich da ein Viech entdeckt habe, was vorher da nicht war. Und zwar, das nennt sich Gulix. Daran kann ich das kann ich mir merken. Ähm, weil das so eine Mischung aus Helix ist, also so ein, ich glaube, ein DNA-Strang oder sowas oder irgendeine Bezeichnung im, in, im Bereich DNA. Und Gu, also Gu wie Schleim. Und das passt ganz gut, weil das ist im Grunde einfach eine Art, ja, ich würde jetzt mal hm, Herz in, in, in Kernform. Und außenrum hat das Vieh einfach so, wie so eine Art blauer Schleim. Und das war's, das ist das Vieh. Mehr, mehr ist das nicht. Und das ist ein alternativer Bossgegner, der ist nicht wahnsinnig schwer. Und den kann man besiegen. Und juhu. Und dann denkt man sich jetzt so, okay, René, warum, das klingt jetzt nicht so spannend, ne? Aber wer Pigment 2 und auch Pigment 3 kennt, da gibt es die Raves. Hm? Die Water Raves und noch das andere Raves, was ich jetzt nicht gerade weiß, wie das Vieh heißt. Und diese Viecher sind wohl einfach. Das sind wie so Entwicklungsstufen von diesem Gulix. So. Das ist erstmal so die erste Vermutung, die viele haben. Und jetzt kommt etwas. Was mein Gehirn einfach. Nee, also, was haben wir bei der Recherche nach, danach? Und das finde ich mal geil, wenn man Recherchen macht, dass man solche, solche Goodies mitbekommt, solche coolen Side-Infos. Und zwar folgendes: Diese Wesen, diese Raves, die sehen ja, also von den Guliks bis hin zu, zu dem end werden die Viecher immer menschlicher in einer gewissen Form, also von der Form her und ähm, haben aber immer dieses schleimähnliche, Schleim Konsistenz irgendwie, irgendwas wabern das immer außen rum. Und ähm, diese Viecher sind mit, also die, der Gulix jetzt vielleicht nicht, aber die späteren sind wirklich schwere Gegner. Und vor allem im dritten Teil ist es ja dann sogar ein Endboss, glaube ich, oder einer der größeren Bosse auf jeden Fall. Ähm, und diese Wesen, die haben eine Sache, die haben eine eine Sache quasi gemein. Und zwar, in allen drei Teilen passiert ja eine Sache immer. Und zwar, ein Raumschiff kommt in die Nähe des Planeten und, und, und landet dort aber nie normal. Es stürzt immer ab und es stürzt jedes Mal ab. Und die Vermutung von Fans mittlerweile durch diese drei Spiele und auch durch, durch Hey Pikmin, durch dieses Spin-off, hat sich wohl daraus ergeben, dass diese Viecher im Grunde der Planet sind. Und äh, dieser Planet einfach in, quasi hier und da, also dass es diese Guliks und diese Raves nicht nur einmal gibt, sondern überall verteilt auf der Welt und dass diese quasi die, die Welt darstellen oder der Pla den Planeten selbst. Und ähm, dadurch, dass die auch ultra krasse Fähigkeiten haben, also Fernab von Irgendwelchen Käfern oder Spinnen oder sowas ähm, ist, liegt es nahe auch, dass die da sie den Planeten auch mehr oder minder darstellen, ähm, sie sammeln mehr oder minder diese Teile und Leute, die vor die aus dem All quasi auf den Planeten fallen. Das ist wie das ist so quasi das erste, was die machen wollen, ist dieses diese Dinge aufsammeln oder gegen die kämpfen und die mitnehmen. Irgendwohin weiß der Geier wohin. Und ähm, das ist gerade gra im, im dritten oder im zweiten Teil ein großes Thema, auf jeden Fall. Ähm, nee, müsste der dritte gewesen sein. Im dritten ist es sogar ein ziemlich großes Thema. Und das Geile finde ich halt mit der, bei dieser Tatsache, dass es wohl sein kann, dass diese, dass das die und die Raves eben die Fähigkeit haben, diesen Planeten, den sie ja scheinbar selber verkörpern einfach, ähm, nutzen können, um Dinge aus dem All. Zu nehmen, quasi wie, wie ein Tier, das sich Nahrung in die Falle lockt, sozusagen. Weshalb die das machen, weiß man nicht. Das wirkt auf jeden Fall sehr instinktiv, was sie da tun und ob, sie, ob das stimmt, das weiß keiner, das kann keiner so genau sagen, aber es macht tatsächlich Sinn. Es würde tatsächlich Sinn ergeben mit diesen Viechern und das macht diese. Das macht alles nur noch viel merkwürdiger. Also, wir haben im Grunde ein, ein postapokalyptisches Setting mit unserer Welt, mit seltsamen Wesen, schleimigen Wesen, die scheinbar im Grunde den Planeten oder der Planet sind. Wahrscheinlich durch irgendetwas entstanden ist, was wahrscheinlich dazu auch verleitet hat, dass keine Menschen mehr auf der Erde umherwandeln. Ähm. Und dieses, dieses Etwas, aber aus irgendeinem Grund diese humanoiden Gestalten immer annehmen. Und das ist super, super interessant, wie ich finde. Und deswegen äh, zusätzlich zum Gameplay, zusätzlich zu dem all dem Charmanten und dem coolen Monsterdesign und den tollen Infos und so weiter, ist dieses nochmal dahinter blicken, nochmal noch sich genau damit befassen, Einfach das, weshalb ich Pikmin oder auch ein Splatoon oder sowas einfach so feier, Weil da einfach nochmal so dieses extra Mühe drin steckt, dass man sich damit nochmal ein bisschen auseinandersetzen kann. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen vielleicht was Düsteres. Ne? Für die Kids, die kriegen das gar nicht mit. Aber die Erwachsenen, die sich damit auseinandersetzen, oder vielleicht die Leute, die sich die dann groß werden und sich, so wie ich, und dann später sich damit auseinandersetzen die haben da halt auf jeden Fall jede Menge nachzuholen in den ganzen Pikmin Wikis und so kann man noch so viel interessante Sachen nachlesen da habe ich bestimmt jetzt gerade mal irgendwie den einen Hauch von irgendwas angebrochen weshalb ich mich schon immer gef äh, gefreut hätte dass es mal einen Manga zu Pikmin gäbe ein Manga zu Pikmin wäre fantastisch oder ein kleiner Anime es gibt ja so Shorts die Shorts sind ganz witzig und nett und äh, der zweite Short mit dem Bagger den fand ich auch überragend. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, auf der, äh, auf der Nintendo YouTube äh, Webseite gibt es ähm, drei pigment Shorts, die äh, von Shigeru Miyamoto und eben halt irgendein uh, Animationsstudio gemacht wurden. Ähm, und da ist gerade das mit dem Bagger absolut großartig und fantastisch. Und das erste zeigt auch schon so ein bisschen diese düstere Note, auch wenn es Comedy ist. Ähm, und das fand ich schon also, richtig gut. So, davon hätte ich gerne mehr und vielleicht ein bisschen mehr noch mit diesen Wesen und vielleicht ein bisschen mehr Erklärung. Ja? Ähm, vielleicht eines Tages mal bei Pigment 4, dass irgendwie irgendwo noch was noch zusätzlich an Informationen kommt. Aber fürs Erste würde ich sagen, ähm, war es das damit. Ähm, was ich noch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich die Musik erstaunlich großartig finde. Ich dachte erst so, ja, Pigment-Musik ist so ganz nett und so, aber. Also, nee, muss ich echt sagen, der Pikmin Soundtrack ist ein Knaller. Und kleiner Fun fact, in Japan gibt es einen, äh, einen Song, der kam, also der wurde extra für die Werbung im Fernsehen äh, genutzt. Ai no Uta, glaube ich, hieß, de, hieß der Song. Und der war so beliebt, wie gesagt, das war ja nur ein Werbespot. Der ging ein paar Sekunden, hatte diesen Song. Und der war so beliebt, dass sie eine Single rausgehauen haben und die sich komplett in den ersten paar Wochen komplett instant verkauft hatte. So dass es keinen Nachschub gab und es musste neu produziert werden. So. Also ein Riesending. Das noch mal so als kleiner, kleine Side-Info, äh Side als kleiner äh, Happen zum Schluss noch. Aber ja, der Soundtrack ist wirklich cool. Der ist stimmig, der ist passend, der ist interessant und ähm, vor allem. Weniger als interessant ist er beruhigend. Es gibt ein paar Stellen im Spiel, die haben einfach einen sehr, sehr beruhigenden Soundtrack. Und das ist, das tut das Feeling nochmal, die Atmosphäre nochmal so gut unterstreichen. Unter, äh, äh, und das letzte Level mit dem Final Boss hat einen sehr verstörendes, seltsamen Soundtrack. Also, den habt ihr bestimmt schon irgendwie gehört, oder vielleicht äh, spiele ich euch den jetzt auch noch zum Schluss ab. Ich weiß nicht, äh, wie ich das mit der Musik wieder hinlege. Aber auf jeden Fall, dieser letzte Track, oh mein Gott, der ist, der hat alles, der hat Panikmache, der hat Harmonie, der hat leicht verstörende Ansätze in der Musik und dadurch macht es das alles noch irgendwie unangenehmer. Es ist irgendwie beklemmend und gleichzeitig harmonisch und ein bisschen ver verquert, lustig. Also es ist ein ganz seltsamer Track, der aber unfassbar gut passt. hat mich schwer beeindruckt, musikalisch muss ich sagen. Da dachte ich nämlich auch so, huch, okay, das ist mal eine andere Form von Musik, die man da hört. Also das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Pikmin noch mal gespielt zu haben, hat mich, äh, war kein kein äh, schlechter Zeitvertreib auf jeden Fall. Ähm, zum einen konnte ich ein schönes Video meiner Ansicht nach hier jetzt draus machen, beziehungsweise einen schönen Podcast. Ähm, und zum anderen musste ich halt echt wieder feststellen, dass, wenn Nintendo sich richtig reinkniet, da richtig, richtig tolle Sachen machen kann. Und einen Grund, warum ich halt immer noch ein großer Fan von Nintendo bin. Weil, wenn sie sowas wieder schaffen, haben sie so einen so, so Klassiker erschaffen, den man einfach halt heute noch immer spielen kann, weil der spielerisch einfach immer noch funktioniert. Und jetzt sagen Leute, oder äh, viele Leute sagen, ja, ich finde das mit der Wii oder so besser, oder das, das spielt sich wesentlich besser und so weiter. Mag sein. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Ich persönlich muss sagen, ich hatte nicht wirklich Probleme mit der GameCube-Steuerung. Ich finde die nach wie vor sehr intuitiv, die funktioniert wunderbar. Man, mit der Kamera oder so kann man sich drüber streiten, aber ehrlich gesagt war es auch das nie so ein großes Problem. Ich hatte einfach eine gute Zeit mit dem Spiel. Und ob, ob jetzt GameCube oder Nintendo oder ich glaube hier Wii U müsste es auch irgendwie als Download-Titel oder so geben. Switch bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Da gibt es zumindest den dritten Teil. Man kann alle drei Teile übrigens empfehlen. Es ist eher so eine, so eine persönliche Sache. Ich persönlich mag Pikmin 1 mehr, weil ich finde, das hat so genau meine Art von, so, so minimal zur Herausforderung, aber mehr Genuss beim Spielen und beim Entdecken. So Pikmin 2 wurde irgendwann so bockschwer, dass ich ehrlich gesagt frustig aufgehört habe und habe es nie durchgespielt. Ähm, nee, gelogen ich hatte es durchgespielt der endboss ist doch dieses Spinnenviech da oder sowas ne dann habe ich es vielleicht doch durchgespielt ähm, aber ich weiß dass ich sehr sehr lange dafür gebraucht habe ich habe es mir ein paar Jahre später habe ich mir Pikmin 2 gehummelt und bin so verzweifelt daran ähm, es könnte sogar wirklich sein ich meine mein, mein ne? ich war ja mein Yogo und so, dass ich eventuell ein Action-Replay benutzt habe, ein bisschen, ein bisschen meine Pikmin hochgecheatet habe. Also, dass ich irgendwie von allen 999 hatte oder sowas. Irgendwie sowas, damit ähm, ich das Spiel beenden konnte. Ich glaube, sowas habe ich getan, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Ähm, aber wie gesagt, verständlich. Das, der zweite Teil wird irgendwann wirklich unangenehm, nervig und schwer. Ähm, hat dann aber wieder andere coole Vorteile. Also, Pikmin 2 ist halt auch irgendwas, was ich eines Tages nochmal legit angehen will. Vielleicht, vielleicht hole ich es mir ja für den Gamecube, wenn ich es irgendwo finde. Why not? Und ansonsten, ähm, und ansonsten gibt es halt noch Pikmin 3 für die Switch und für die Wii U. Ähm, auch eine Überlegung, mir das mal zu holen. Ich habe es halt schon gesehen, also dass es existiert. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich es direkt spielen möchte. Was mich so ein bisschen raushaut, sind diese zwei anderen, diese anderen drei Charaktere, die noch dazukommen, die mir persönlich jetzt zumindest so vom Sehen her und so noch nichts gegeben haben. Auch von den Trailern oder von ein paar Let's Plays. Haben die mich nicht so stark begeistert, fand ich irgendwie ein bisschen unnötig. So. Ähm, aber ja. Und, und ich mochte nicht, dass es jetzt, dass, dass man nur noch Früchte sammelt so große Früchte das fand ich irgendwie ein bisschen lame weil im ersten Teil hat man die Schiffsteile gesucht das war die sahen lustig kreativ aus und so weiter im zweiten Teil richtig geil da findet man bedruckte Kron äh, bedruckte äh, Flaschenhälse äh, oder im nee nicht Hälse Entschuldigung Flaschendeckel äh, bedruckte oder man findet äh, irgendwie Kaugummipackung äh, man findet Famicom Disk irgendwo und sowas. So diese Details, dass man eben halt in der Menschenwelt spielt, so nochmal sich das bewusst machen. Das ist schon cool. Das hat mir in Pigment 2 super gut gefallen soweit. Und Pigment 3 hat man einfach nur Zitronen und Orangen und alles, was irgendwie so obsmäßig rund ist irgendwie. Und die sammelt man halt. Macht zwar auch Sinn in der Story her, aber irgendwie finde ich es ein bisschen lame und weniger interessant, sage ich mal. Aber ja, das soll jeder für sich rausfinden. Äh, Vielleicht eines Tages werde ich Pikmin 3 spielen. Ich werde mir jetzt erstmal Pikmin 2 irgendwann dann gönnen, denke ich. Und da noch mal gucken, ob ich es vielleicht legit endlich durchspielen kann. Und dann wird es vielleicht auch wieder ein Video darüber geben, ähm, wenn ich was zu erzählen habe. Ansonsten könnt ihr ja gerne mal eure Meinung zu Pikmin in die Kommentare schreiben. Habt ihr Pikmin schon mal gespielt? Ist es ein Spiel, was euch interessiert? Habt ihr eigentlich gewusst, was Pikmin ist? Das sind so Fragen, die würden mich mal interessieren. Und wenn ihr so Manga unterstützen wollt, weil euch das oder andere Podcasts und Formate gefallen, dann könnt ihr das gerne tun. Unter jeder Videobeschreibung gibt es einen Amazon-Wunschlisten-Link. Da könnt ihr draufklicken und uns was zukommen lassen. Das unterstützt uns dann für zukünftige Projekte. Und ähm, genau, hilft uns ne, auf jeden Fall weiter. Ansonsten, ja, war es das fürs Erste. Ich äh, wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Mesomanga. Manga. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis dahin, ich bin euer René. Ich sage wieder einmal: ciao. Baba.